So, leider fehlte da gerade ein Teil von der Folge, aber da habe ich eigentlich nur einen Anti-Gift-Trank getrunken und ein bisschen hochgeheilt. Jetzt gucken wir doch mal, wie wir das hier gebacken kriegen. Also, das da oben, die Druckplatte hatten wir aktiviert. Genau, da ist die Druckplatte, die sieht man ganz leicht unter dem rosa Punkt. Das ist halt der Stein, das heißt, wir probieren jetzt die zu aktivieren mit einem Block. Weil die da oben ging ja gar nicht und die ging zwar, aber wir konnten sie nicht mit den Steinen machen. Also, Stein, Block, davon haben wir ja noch ein paar. Und das klappt, schön, schön. Also, zur dritten Druck... Wie jetzt? Oh, stimmt, hier waren vier Druckplatten, da liegt nur eine Leiche drauf. Was ist mit dir? Gehst du mit dem Stein? Nein, gehst du mit einem Sack? Nein, also brauchen wir noch einen von denen. Wie viele haben wir eigentlich noch? Eins, zwei nur noch. Das gefällt mir gar nicht. So, Stein. So, jetzt müssten... Ah, ich höre es im Hintergrund. Jetzt müssten eigentlich alle Druckplatten gedrückt sein. Ich sehe aber nirgendwo einen Zugang jetzt da rein. Hat sich sonst irgendwo was getan? Du kommst erstmal mit. Und du wirst bestimmt auch nicht vom Stein aktivierten. Auch nicht vom Sack. Na gut. Jetzt haben wir nur noch einen von den magischen Blöcken über. Und ist jetzt hier irgendwo vielleicht ein Geheimgang aufgegangen, den wir nicht sehen auf der Karte. Hier würde sich ja anbieten. Aber nö. Ha! Also haben wir jetzt drei Blöcke verbraucht und es hat nichts gebracht. Das kann doch nicht sein. Irgendwo müssen doch die Druckplatten da sein. Ja, da ist das Wurzelfragezeichen-Ding. Und das Ding können wir jetzt verschieben hier. Gucken wir mal zur Druckplatte oben, ob die immer noch gedrückt ist. Oh. Da bewegt sich was. Und da kommt was angeflogen. Das Ding sah anders aus als die bisherigen. Aber gut, das Druckplattenrätsel hätten wir jetzt auch gelöst, auch wenn das nicht ganz so lief, wie ich gedacht hätte. Also, es wurden alle gedrückt, aber trotzdem ging es nicht auf. Vielleicht hätte man es in der richtigen Reihenfolge machen müssen, aber wir hatten eigentlich keine große Auswahl. Na egal, ran da, das komische Ding da töten. Und schon wieder vergiftet. Ja. Hätte ich das vorhin doch nicht benutzen sollen, den Gegengifttrank. So, Kisten sind immer gut. Das trinken wir doch gleich mal. Und Trank der verbesserten Sterblichkeit. Das müssten 1d10 Lebenspunkte. Ja, 1d10 Lebenspunkte sein und das war's. Dann speichern wir nochmal. Und alles unter 5 wird neu geladen. 4. Ja. 4 ist unter 5. Und 10 ist über 5. Definitiv. Und ja, es sind wirklich Wurzeln. Kann man das eigentlich noch editieren? Wir können was Neues hinmachen, das wollen wir nicht. Das ist ja komisch. Aber gut. Das war also alles quasi umsonst. Das hätten wir jetzt noch gar nicht machen müssen. Oh oh. Und jetzt müssen wir die Blöcke kaputt machen, um hier wieder rauszukommen. Hoffentlich bleibt die Wand da offen. Ich habe keine Lust, nachher nochmal so einen magischen Block zaubern zu müssen. Oh, die ist immer noch gedrückt.
okay, das ist definitiv ein Bug, aber ein Bug, der uns zugutekommt. So, also wir haben noch eine Wurzel gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt da weiterschauen und da weiterschauen. Danach bleiben uns noch die Teleporte über. Zurück kommen wir nur über den Porter. Da springen wir mal rein. Dann sind wir wieder bei dem einsamen Teleporter. Und dem nervigen Weg mit den ganzen Drehern. Ja, Stein ins Gesicht ist immer toll. Also jetzt kommen noch keine Dreher, aber da vorne bei den Stacheln gleich waren welche. Hier sind die Stacheln. Wo war der Stein? Der Stein war, glaube ich, hier auf der Ebene lang. Genau, da bist du, ja. Nein, nicht drehen. Schön. Weg, 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 weg. So, jetzt links rum sind wir wieder beim Eingang und dann gehen wir mal da lang. Nur Kerzen, eine Tür und da ist ein Schloss. Aber wir haben gar keinen Schlüssel über zur Zeit. Schauen wir gleich mal ab. Erstmal müssen wir wieder vergiftet werden. Das wäre ja auch langweilig, wenn wir kein Gift drauf hätten. Wow. Das ist ein bisschen zu knapp und die werden auch nicht von dem Zeitstopp durch Zaubern beeinflusst. So, jetzt kannst du schön nah rankommen, denn darfst du ruhig weiter auf uns schießen. Oder es zumindest versuchen. So, Mana-Trank, 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 Mana-Trank. Wow, wir brauchen inzwischen richtig viele Mana-Tränke, um das aufzufüllen. Aber wir haben ja auch schon dreimal eine permanente Magieerhöhung bekommen. Das läppert sich. So, wir haben keinen Schlüssel über. Also müssen wir die Tür da erstmal ignorieren. Aber wir können trotzdem mal gucken, was für eine Form der Schlüssel hat. Und es auf der Karte einzeichnen. Das ist ein Sonnenschlüssel. Den kennen wir doch schon aus der unterirdischen Stadt. Sonne. Noch mehr Baummenschen. Ah. Du kannst uns ruhig vergiften, das ist uns egal. Wir lassen das Gift jetzt einfach so lange drauf, bis wir entweder ein Gegengift finden oder wir keine Mana mehr haben. Und dementsprechend auch keine Lebenspunkte. So, eine Sackgasse. Das ist nicht so toll. Das wird dann wohl auch eine sein. Oh, eine Kiste mit Elixier des Monsterentdeckens. Ja, die können wir eh immer gleich trinken, weil es bringt uns nichts zu wissen, wo Monster sind. Nicht wirklich. Also ja, da sind drei Monster. Das hat uns jetzt nicht wirklich weitergebracht. Und ein Gegengift. Den trinken wir nochmal. Und das war's. Also hier rum. Ah. Oh nö. Vier Teleporter hinter... Hä? Okay, irgendwie wurden die gerade ausgeblendet, wahrscheinlich durch den Stein. Und wir sind rein und sind wieder aufgetaucht. Das kann ja noch lustig werden. Ja, irgendwas bedient da im Hintergrund Druckplatten, das höre ich. Und wo wir gerade von magischen Erhöhungstränken sprechen, hier ist nochmal einer. Da speichern wir den gleich wieder ab. Und alles unter 50 wird neu geladen. Oh, 56 ist gut. Wir haben inzwischen auch schon 406 Magiepunkte und 177 Lebenspunkte. Und sowas will Krieger sein.
So, da sind die Teleporter jetzt wieder da. Guck mal, was passiert. Die sind weg. Wo ist der Stein? Da. Ich sehe gar keine Druckplatte. Außer hier auf den Leichen ist irgendwo eine. Na egal, die Teleporter gehen nicht weg, also haben wir keine Wahl. Wir müssen da rein und kommen da raus. Na gut, so nervig waren die Teleporter jetzt bisher noch nicht. Aber ich will ja nichts heraufbeschwören. Noch eine Wurzel. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch die eine Ecke da am Westen, wo wir nicht waren. Und danach können wir versuchen herauszufinden, wo jetzt der Zugang zur Spitze ist. Obwohl, wenn das Rätsel uns schon gesagt hat, dass wir erst alle Wurzeln des Übels finden sollen, bevor wir zur Spitze gehen, dann sollten wir vielleicht zuerst in das Land der Wurzeln gehen. Da. Weil, vielleicht sind ja gar nicht die Wurzeln hier gemeint, sondern irgendwelche Wurzeln im Land der Wurzeln. Dadurch. Oh, schön, schön. Den benutzen wir doch gleich mal. Oh. Wir haben hier nur noch Golden, ne? Ne, dann benutzen wir dich doch noch nicht. Erst wenn wir ein bisschen Schaden bekommen haben. Das ist aber gut zu wissen, weil wir haben echt viele goldene Symbole über, in Anführungszeichen. Das heißt, ich kann jetzt schön lange durchspielen, ohne pausieren zu müssen. Und das ist immer gut. So. Da ist nix. Da ist Stein. Und noch ein Stein. Ich wollte eigentlich hinterher. Ja, jetzt wird es auch ein richtiger Zeitpunkt, den Altar zu benutzen. Aber ich glaube, ich komme nicht zurück, ohne den Stein Rücken zu bekommen. Dann laufen wir einfach mal hinterher. Wo war jetzt der Altar? Rechts rum, ne? Ne, da ist nur eine Lampe. Da ist der Altar. Dann stelle ich mich hoffentlich beim nächsten Mal an dem Stein vorbei und laufe ein bisschen geschickter an. Sonst laufen wir gleich wieder zurück hierher. Nein, dann heilen wir natürlich anderweitig hoch. Ne, wir wollten zum Stein. So. Ja, wirklich viel besser war das auch nicht. Oh, komisches Feuerflimmern. Die konnte man wegpusten, oder? Probieren wir mal. Windmühlen, Dingens. Jo, ist weg. Na, das ist auch einer der wenigen wirklich praktischen Zauber. Wir benutzen den Heilzauber, den Reparaturzauber, wenn es irgendwelche Questsachen angeht. Und den hier bei dem Flimmern. Aber den Rest? Da ist noch eine Druckplatte. Die Tür ist mal noch zu.